Es ist nicht mehr lange hin, bis uns am 12. Oktober der absolute Mega-Fight zwischen den beiden unbesiegten Boxern, Dimitri Bivol und Artur Beterbiev, bevorsteht. Beide sind seit 7 Jahren Weltmeister und beide werden in ihrem Kampf um alle Gürtel im Halbschwergewicht um den Undisputed Light Heavyweight Champion boxen. Und ich hatte es ja bereits gesagt, dass im Kampfvorlauf auch noch einiges zu diesem Kampf kommen würde. Da der Kampf zwischen Bivol und Beterbiev es vom sportlichen Wert her betrachtet, durchaus auch mit einem Kampf wie zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk aufnehmen kann. Doch nun holt Dimitri Bivol ein wenig die Vergangenheit ein, denn seine Ex-Frau scheint gerade ein wenig durchzudrehen und dementsprechend nicht nur allerhand Informationen zu veröffentlichen, sondern auch preiszugeben für Artur Beterbiev zu sein. Sie postete unter anderem die Verletzungen, die Dimitri Bivol alle hatte und die logischerweise auch einen Einfluss auf den Kampf gegen Artur Beterbiev haben können. Was genau dazu alles passiert ist, seht ihr jetzt bei 24/7 Boxing. Zur Vorgeschichte im Hause Bivol, die ich möglichst kurz halten werde, die aber zum besseren Verständnis erzählt werden muss, ist zu sagen, dass im Vorlauf der Scheidung des Ehepaares Bivol es zu mehreren häuslichen Gewalttaten vom Profiboxer gegenüber seiner Frau gekommen sein soll. Dafür gab es Gerichtsverhandlungen und Bivols Ex-Frau veröffentlichte damals dazu auch Bilder von Verletzungen und kommentierte, was passiert sein soll, wie es weitergehen würde und so weiter. Ich möchte darauf nicht näher eingehen, aber an dieser Stelle herausstellen, dass die beiden sich nicht nur haben scheiden lassen, sondern denkbar schlecht auseinandergegangen sind. Was im Übrigen auch und vor allem die beiden Kinder betrifft, bei der die Ex-Frau Bivol immer wieder vorhält, dass er keinen ausreichenden Unterhalt für seine Kinder zahlen würde. This is not about winning or losing. I don't care if he wins or he loses. It's about that he needs to pay alimony. For his kids, that's all. I don't care. He wins or he loses. He needs to pay, that's all. This is the law. And I go to court to prove it. I think that there was a devil inside of him, like forever. Because he was abuser. But after fighting, beating Canelo, he really became crazy person. Very arrogant. In the family. Also wie ihr es hier schon seht, es wird ordentlich dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen. Und das allein wäre ja schon mentale Belastung genug für einen Dimitri Bivol. Und das vor allem vor dem sportlich wichtigsten Kampf in seiner gesamten Karriere. Denn auch wenn man mal davon ausgeht, dass die Worte seiner Ex-Frau ihm persönlich nichts mehr anhaben können, zeichnet sie ja dennoch ein Bild von Dimitri Bivol in der Öffentlichkeit, bei dem er ganz und gar nicht gut wegkommt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. So all this money thing, it's not because I'm crazy about money. It's because I want justice. And I know that I will win and he knows it. Und wenn das nicht allein schon genug wäre, legt sie zusätzlich auch noch die Verletzung von Dimitri Bivol offen. Und das sind natürlich sensible Informationen, die vor allem dem Team von Artur Beterbiev helfen können, Schwerpunkte in der Kampfvorbereitung zu setzen. Und somit bekommt, muss man leider sagen, der sich nach der Scheidung fortsetzende Streit auf einmal eine sportliche Tragweite. Denn die Ex-Frau schreibt zu den Verletzungen von Bivol das folgende. Nach all den Attacken gegen mich von der ...Bivol, der es versäumt hat, Unterhalt für seine Kinder zu bezahlen und jegliche Kommunikation mit ihnen ablehnt, werde ich nun alles sagen, was ich weiß. Er hat einen Ermüdungsbruch eines Wirbels in seinem Rücken. Beide Hände wurden nicht nur einmal operiert, ein Ellbogen wurde das mit Sicherheit auch. Seine Knie schmerzen ihn, sein linkes Ohr schwillt immer an und das war schon mehrfach gebrochen. Flüssigkeit hat sich schon mehrfach in seinen Augen gesammelt, sodass er nicht gut sehen konnte. Aber der größte Punkt ist, dass er ein Feigling ist. Wir brauchen den Sieg von Artur. Nehmt Bivol von der Card, weil er für beide Kinder $1,100 im Monat bezahlt und sein Geld auf ausländischen Konten versteckt hält. Meine Kinder und ich werden Artur zujubeln. Soweit also die Äußerung von der Ex-Frau von Dimitri Bivol. Also rein sportlich kann das Gesagte für Dimitri Bivol nur zum Nachteil reichen, wenn sich seine Frau in der Art und Weise öffentlich einlässt und dann noch sensible Informationen preisgibt. Ob das, was die Ex-Frau da alles von sich gegeben hat, stimmt, sei mal dahingestellt. Und sicher wird auch das Team um Artur Beterbiev sehr gut informiert sein. Aber für Dimitri Bivol ist das ganze Thema rein psychologisch natürlich eine Katastrophe, die man definitiv nicht vor dem größten Kampf seiner Karriere in der Art haben möchte. Yeah, it's just in 2 weeks, 2.5 weeks, and I feel great that the fight's gonna be soon, because I had a big journey in my
boxing career and now it's gonna be final. Zumal er auf der anderen Seite die Mühlen einfach genauso weitermalen. Denn unterdessen geht für Dimitri Bivol der Ablauf ganz normal weiter. Denn er ist mittlerweile in Saudi-Arabien angekommen und wurde genauso wie sein Konkurrent Artur Beterbiev bereits offiziell in Riad begrüßt. Dementsprechend befindet sich Bivol nun auf der Zielgerade seiner Vorbereitung und hat noch rund 11 Tage, um sich auf diesen Kampf gegen Artur Beterbiev bestmöglich vorzubereiten. Es wird übrigens allseits ein Kampf erwartet, in dem Bivol mehr über seine Technik und vor allem über seine schnellen Beine kommen könnte und dabei gegen einen Beterbiev boxen wird, der versucht Bivol zu stellen, um seine Power zur Geltung zu bringen. Ich denke ehrlich gesagt, dass dieser Kampf aber weitaus mehr Facetten haben kann, als das eben Gesagte, aber darauf gehen wir in einem anderen Video nochmal ein. Zu den Unruhen auf der Bivol-Seite hat sich Dimitri Bivol selbst aber bisher in keinem einzigen Interview geäußert. Was insofern auch clever ist, da jede Äußerung dieses Thema nur noch größer machen würde und die Ablenkung damit immer größer werden würde, beziehungsweise die Gefahr besteht, dass Dimitri Bivol seinen Fokus verliert. It means that I did everything right. I was on the right path on my boxing career. I sacrificed a lot. And it shows me that you can achieve if you work hard, right and believe. Mal schauen, wie es in dieser Sache weitergeht, denn die Ex-Frau von Dimitri Bivol hat bereits angekündigt, nicht aufhören zu wollen und durchaus auch noch interessante weitere Informationen hat, die sie zu veröffentlichen gedenkt. Wenn man das ganze Thema allerdings nur unter rein sportlichen Gesichtspunkten betrachtet, dann kann man sich, und ich denke, das ist im Sinne aller, einfach nur wünschen, dass diese ganze Aktion auf Dimitri Bivol keine Auswirkung haben wird und letztendlich der Kampf gegen Artur Beterbiev ein Dimitri Bivol und natürlich auch ein Artur Beterbiev in Topform sehen werden. Before I didn't want to show this video with the voice because I didn't want you to hear my voice. He attacked me and I wanted to hit him back, but I couldn't. And there is other voice. It's the voice of my father. He was in the apartment when this devil Dima tried to attack me, and he did. He slapped me in the face and he smashed my present, his present that he gave me, and our kids were crying.